Die geschichtlichen Wurzeln Benissas und zeitgenössische Kunst verschmelzen in einer der attraktivsten sozialen und kulturellen Einrichtungen des Ortes. Dieses moderne Gebäude, das durch die Umgestaltung zweier ehemaliger Herrenhäuser aus dem 16. Jahrhundert entstanden ist, steht in der Purissima Straße. Hier leben die Vergangenheit der Al-Andalus-Epoche, Mittelalter und Renaissance nicht nur nebeneinander, sie stehen auch in ständigem Dialog mit der aktuellsten avantgardistischen Kultur und Kunst. Die Fassade des in drei Stockwerke gegliederten Espai d'Art Contemporani Salvador Soria wurde aus unerlässlichen Baustoffen wie Stein, Eisen, Holz und Glas gestaltet, die mit dem Tageslicht und den offenen Räumen spielen. Die Besichtigung der Räumlichkeiten beginnt in der Gaspar-Theo-Straße, wo die Besucher zu einem Rundgang über Rampen und Stege eingeladen werden, auf dem sie die gemeindeeigene Sammlung der Werke entdecken können, die den nach Salvador Soria benannten Malwettbewerb gewonnen haben. Der Ehrenbürger des Ortes war einer der großen valencianischen Künstler des 20. Jahrhunderts. Der Umriss der ehemaligen Stadtmauer und eines ihrer Türme ist der architektonischen Gestaltung des Neubaus noch gut zu erkennen. Diese verschmilzt alle Elemente des Kulturerbes und die historischen Spuren, die es über Jahrhunderte hinweg charakterisiert haben, mit den Wohnhäusern, die früher am heutigen Standort des Kulturgebäudes standen. Wenn man den Espai Cultural de les Cases del Batlle von der Purissima Straße kommend betritt, trifft man auf die Überreste einer Mauer der ehemaligen Alhóndiga, ein öffentliches Gebäude, das für den An- und Verkauf von Weizen bestimmt war, aus der Al-Andalus-Epoche. Sie wurde bewusst sichtbar gelassen, damit die Besucher die Schönheit dieses alten Bauwerks bewundern können. Bei einem Blick auf den Boden entdeckt man außerdem eines der alten Silos, die erhalten geblieben sind und in denen früher das Getreide aufbewahrt wurde. Und im oberen Stockwerk schließlich befindet sich die öffentliche Bücherei, die nach dem Schriftsteller und Journalisten Bernard Capó aus Benissa benannt ist, der zum Ehrenbürger des Ortes ernannt wurde. Es handelt sich um einen gemütlichen, lichtdurchfluteten Raum, in dem die alten Tosca-Steinbögen der urtümlichen Nayas überdachten Terrassen erhalten geblieben sind.